Dieses Video zeigt den Workflow vom Import der Rohdaten aus einem terrestrischen Laserscanner bis zum Export zu einer verknüpften Ergebnispunktwolke. In diesem Fall wurde im Außendienst der Scanner Leica BLK 360 verwendet. Zur Einführung wird im Folgenden die Benutzeroberfläche der Software vorgestellt. Zu sehen ist die Rohoberfläche von Leica Register 360 in der Version 2021 1.0. In der Menüleiste am oberen linken Bildschirmrand sind verschiedene Schaltflächen mit grundlegenden Funktionen angesiedelt. Auf den Reitern im nächsten Menüband sind die vier Hauptarbeitsschritte, welche im Workflow angewandt werden, dargestellt. Im späteren Verlauf werden diese Schritt für Schritt abgearbeitet. Zuerst zu den Funktionen der Buttons. Ein Linksklick auf diesen Button öffnet die Projektverwaltung. Hier können bereits angelegte Projekte eingesehen und geöffnet werden. Diese lassen sich mit dem Dropdown-Menü nach Datum und Projektname sortieren. Ebenfalls kann in dem Textfeld nach Stichwörtern gesucht werden. Falls ein gesuchtes Projekt nicht zu sehen ist, empfiehlt sich ein Klick auf den Button Alle Projekte. Jede Kachel stellt ein Projekt dar. Das erste Symbol zeigt die Anzahl der Übersichtskarten, das zweite Symbol die Anzahl der Gruppen und das letzte Symbol zeigt die Anzahl der Standpunkte in einem Projekt. Auf dem Dropdown-Menü kann die Version des zu öffnenden Projektes eingestellt werden. Zu diesen Funktionen folgt an späterer Stelle weitere Erläuterung. Mit Doppelklick auf eine der Kacheln kann ein Projekt geöffnet werden. Mit einem Klick auf den Button neben der Projektsteuerung kann das Projekt wieder geschlossen werden. Zurück in der Projektverwaltung kann über den Button Neues Projekt erstellen ein neues Projekt angelegt werden. Hierfür muss zuerst der Name eingegeben werden und mit OK bestätigt werden. Dann öffnet sich der erste Reiter mit der Importieren-Funktion. Der nächste Button öffnet den Versionsmanager. Hier können an beliebigen Ständen neue Versionen angelegt werden, über den Button Version erstellen. Ebenfalls können alte Versionen über den Button aktivieren, wieder aufgerufen werden. Mit Klick auf den Button Einstellungen können verschiedene Anpassungen vorgenommen werden. Hier müssen zuerst keine Änderungen vorgenommen werden. Wichtig ist jedoch, dass vor dem Import, falls gewünscht, die Auflösung der Panoramabilder gewählt wird, da dies im Nachhinein nicht mehr geändert werden kann. Ebenfalls kann die Importleistung gewählt werden. Mit der nächsten Schaltfläche lässt sich die Speicherverwaltung der Software aufrufen. Hier sind die Projekte mit Namen, Projektgröße und dem Ort der dazugehörigen Verzeichnisse zu sehen. Unter dem Reiter Datenspeicher lassen sich neue Verzeichnisse hinzufügen. Auf die Speicherung der Projekte wird im Thema Archivierung nochmals genauer eingegangen. Mit dem Fragezeichen-Symbol lässt sich eine Hilfestellung zur Software öffnen. Dort kann über die entsprechenden Schlagwörter auf der linken Seite erklärende Zusatzinformationen abgerufen werden. Mit Klick auf das i-Symbol öffnet sich ein Fenster mit Informationen zur Software und über die vorhandene Version. Auf dem Pfeil zurück und dem Pfeil nach vorne können Arbeitsschritte rückgängig wiederhergestellt werden. Auf dem ersten Reiter in der Software beginnen wir mit dem Import der Rohdaten aus den Messungen. Zuerst wird vor Import der Rohdaten ein neues Projekt angelegt. Um das Projekt später wieder erkennen zu können, empfiehlt sich hier ein aussagekräftiger Name, beispielsweise Datum und Ort der Messung. Mit OK bestätigen, dann schließt sich das aktuelle Projekt und ein neues öffnet sich. Im ersten Projekt werden die Messungen der Synagoge und der Mikwe vom 4.12.2019 verarbeitet. Hier wurde der Innenbereich der Synagoge und der gesamte Außenbereich der Synagoge gescannt. Die Rohdaten der Messung vom
4.12.2019 der Synagoge in Weisenau wurden mit der Software Autodesk Recap im Feld auf einem iPad vorregistriert. Die Scans liegen somit in einem vorausgerichteten E57-Format vor. Um diese Daten zu importieren, muss man einfach den Ordner öffnen, in dem die E57-Daten abgelegt sind, und dann per Drag and Drop die zu importierenden Standpunkte auswählen und auf diese Schaltfläche ziehen. Danach erscheinen die einzelnen Standpunkte hier im Menü. Über die Checkboxen hier rechts könnte man noch einzelne Standpunkte abwählen, die nicht importiert werden sollten. Über den Importieren-Button kann dann ein Import angestoßen werden. Die Software Register 360 unterstützt alle gängigen Punktwolkenformate. Wichtig ist, dass die Punktwolken strukturiert vorliegen, beispielsweise aus einem terrestrischen Laserscanner. Unstrukturierte Punktwolken wie aus dem Structure for Motion Verfahren werden nicht unterstützt. Im rechten Bildschirmrand können verschiedene Eigenschaften für den Import gewählt werden. Die Wahl der Optionen ist abhängig von der Art der Rohdaten. Mit der ersten Checkbox automatische Schwarz-Weiß-Zielmarken werden in den Panoramen Schwarz-Weiß-Zielmarken automatisch erkannt. Dies ist sinnvoll, wenn Zielmarken zur Unterstützung der Scans oder zur Georeferenzierung des Scans verwendet wurden. Die nächste Option, automatische Kugelzielmarke, erkennt in den Punktwolken Kugeltargets. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn im Feld Kugeltargets verwendet wurden. In den Optionen der Software lässt sich zur Verbesserung der Ergebnisse ein erwarteter Durchmesser der Kugeln angeben. Mit der Funktion automatische Registrierung über Punktwolke werden Punktwolken bereits beim Import automatisch Cloud-to-Cloud gematcht. Zusätzlich lässt sich über eine Smart-Registrierung mit einer definierten Zeit oder Distanz das Matching unterstützen. Das heißt, Scanstandpunkte werden in einer gewissen Distanz oder in einer bestimmten Zeit miteinander gematcht. Dies ist hilfreich, wenn keine Vorregistrierung erfolgt ist. Die Checkbox vorregistriert bewirkt, dass Punktwolken beim Import nicht verändert werden. Dies ist gedacht für bereits registrierte Punktwolken aus anderen Programmen, wie beispielsweise Autodesk Recap oder Trimble Rearworks. In diesem Fall muss die Option und automatische Zielmarkenerkennung gewählt werden. Nach Bestätigen auf den Importieren-Button werden die Daten in das Projekt geladen. Im späteren Verlauf des Projekts können über diesen Weg zusätzliche Daten hinzugefügt werden. Der Import der Daten nimmt einige Zeit und Ressourcen in Anspruch. Nachdem die Daten importiert wurden, springt die Software automatisch auf den nächsten Reiter, überprüfen und optimieren. In diesem Arbeitsschritt werden die verknüpften Standpunkte verifiziert und optimiert. Die Bestätigung des Imports kann mit OK weggeklickt werden. Auf dem neuen Reiter ändert sich das Ansichtsfenster der Software. Im linken Bereich sind die verschiedenen Standpunkte in einer Liste wählbar. In der Mitte wird die Punktwolke dargestellt. Es gibt verschiedene Arten der Ansichten. Standardmäßig wird die Punktwolke in der Übersichtskartendarstellung gezeigt. Dies zeigt die Punktwolke von oben. Mit Klick auf die Gruppe werden alle Standpunkte angewählt. Und es erscheint die Ansichtsmöglichkeit der Cloud-Gruppe im unteren rechten Ansichtskartenbereich. Mit Klick auf diese Gruppe lässt sich die gesamte Punktwolke begutachten. Mit gedrückter rechter Maustaste lässt sich der Bildausschnitt verschieben. Mit gedrückter linker Maustaste der Sichtbereich um den geklickten Punkt schwenken. Mit dem Mausrad kann rein- und rausgezoomt werden. Mit der Darstellung True Slicer kann ein Schnitt in der Darstellung angezeigt werden. Die Dicke und Position lässt sich über Schieberegler im unteren Bildschirmbereich regeln. Nach Klick auf einen einzigen Standpunkt kann man über die Kachel Cloud Setup die Punktwolke eines einzelnen Scannerstandpunktes anzeigen. Das Kamerazentrum springt automatisch auf den Scannerstandpunkt. Mit gedrückter linker Maustaste lässt sich der Bildbereich schwenken. Im oberen Ansichtsbereich lässt sich die Fixierung des Kamerastandpunkts lösen und die Punktwolke des Standpunktes frei betrachten.
Mit roten Kugeln sind die verschiedenen Scannerstandpunkte dargestellt. Die grünen Strecken dazwischen sind die bereits eingefügten Verknüpfungen. Mit Klick auf einen der Kugel zentriert sich der Standpunkt der Kamera wieder in einem Scannerstandpunkt. Hier lässt sich wieder umschauen mit der zentrierten Kamera. Hier zu sehen auch die automatisch erkannten Zielmarken. Wenn dieses Kreuz hier in grün dargestellt ist, dann heißt es, dass sie zur Verknüpfung von Standpunkten verwendet wurden. Wenn sie in rot dargestellt sind, heißt es, dass es nicht zur Verknüpfung verwendet wurde. Nicht automatisch erkannte Zielmarken können später manuell noch hinzugefügt werden. Hier mit dieser Funktion können die Zielmarken bearbeitet werden. Hier unten kann eine neue Schwarz-Weiß-Zielmarke gesucht werden. Dazu einfach auf eine Zielmarke auf dem Bereich klicken und die Software erkennt dann automatisch den Schnittpunkt der Flächen und damit den dreidimensionalen Punkt. Mit dem Button Fertig kann die Zielmarke bestätigt werden. Mit dieser Funktion lassen sich nicht nur Zielmarken bestimmen, sondern beliebige virtuelle markante Punkte, wie beispielsweise hier die Ecke von dem Geländer hier. Ist allerdings meist nicht nötig, weil eine Cloud-to-Cloud-Verknüpfung auch mehr als ausreichend ist. Wäre aber bei nicht ausreichender Überdeckung durchaus denkbar zur Unterstützung der Verknüpfung der einzelnen Scans. Da die Standpunkte nur im Feld vorregistriert wurden, ist eine Verfeinerung der Verknüpfung notwendig. Daher ist es sinnvoll, in die Übersichtskartenansicht zurückzuwechseln. Hier werden die bereits automatisch angelegten Verknüpfungen zwischen den Standpunkten mit Linien dargestellt. Je nach erreichten Genauigkeit werden die Verknüpfungen eingefärbt. Die Verknüpfungen sind mit Klick der linken Maustaste wählbar. Im Eigenschaftenfenster werden die Parameter der Verknüpfung angezeigt. Falls die Verknüpfung nur Cloud-to-Cloud durchgeführt wurde, ist der Zielmarkenfehler ausgegraut. Wenn die Scans zusätzlich über Zielmarken verknüpft wurden, ist eine Liste der Zielmarken und die Abweichung der Strecke ebenfalls dargestellt. Da die Punktwolken bisher nur im Feld optimiert wurden, ist es sinnvoll, die Verknüpfungen neu zu berechnen, da im Feld mit nur einem Bruchteil der Daten gerechnet wird, um Ressourcen zu schonen. Dies ist mit Rechtsklick auf die Gruppe und der Funktion Cloud-to-Cloud bei allen Verknüpfungen ausführen möglich. Nachdem die Verknüpfungen neu berechnet sind, sollten noch an manchen Stellen Verknüpfungen hinzugefügt werden, um die Punktwolke zu stabilisieren. Um eine neue Verknüpfung zu erstellen, müssen die gewünschten Standpunkte mit gedrückter STRG-Taste angewählt werden. Mit der Option Visuelle Registrierung werden die Punktwolken grob ausgerichtet. Da die Standpunkte alle schon ohne Gräbefehler verknüpft sind, muss hier nur noch geprüft werden. In der Draufsicht lässt sich die Lage prüfen und in der Seitenansicht die Höhe der verschiedenen Standpunkte. Ein Scan wird in Blau dargestellt, der andere Scan in Orange. Mit Klick auf Verbinden und Optimieren werden die Standpunkte Cloud-to-Cloud miteinander abgeglichen. Nach Abschluss der Rechnung wird eine kleine Übersicht dargestellt, welche mit OK bestätigt werden kann. Dann wird die Verknüpfung in der Übersichtskarte angelegt. Fehlerhafte oder unvollständige Verknüpfungen können über die Farbe der Linien identifiziert und geprüft werden. Hier zum Beispiel eine blaue Linie. Im Eigenschaftenmenü sind die wichtigsten Parameter angezeigt. Die Überlappung zeigt, wie viel gemeinsame Überdeckung identifiziert werden konnten. Je mehr Überdeckung vorhanden, desto stabiler ist eine Verbindung. In der zweiten Reihe ist der Fehler der Verknüpfung aus dem Cloud-to-Cloud-Matching dargestellt und falls möglich der Fehler über die Verknüpfung über die Zielmarken.
Die Farbe der Kacheln gibt einen Hinweis, ob die Werte so geeignet sind. Über den Button visuelle Ausrichtung lässt sich wieder prüfen, ob die Punktwolken grob an der richtigen Stelle sind. Man kann sie vorausrichten. Dazu kann man das einfach mal kurz wegziehen und an eindeutigen Linien sich ein bisschen orientieren. Ich passe das jetzt einfach mal grob hier drauf an. Und in der Seitenansicht kann man eben nochmal die Höhenansicht prüfen. Sieht aber alles soweit erstmal gut aus. Und über Verbinden und Optimieren wird ein Cloud-to-Cloud-Matching durchgeführt. Dann kommt ein kurzes Protokoll über die Ergebnisse, die Überlappung und ein Mittelwert des Punktfehlers und eben hier, wie die Punkte verteilt sind, die Resoiden. Kann man mit OK einfach bestätigen. Ja, dann sieht man jetzt auch hier, dass sich die Werte hier angepasst haben. Die Stabilität ist sehr gut, weil mit 50% eine recht hohe Überlappung gegeben ist. Und der Fehler der Verknüpfung beträgt hier 7 mm, was auch im Rahmen unserer Genauigkeiten ist. Ja. Da alle Standpunkte miteinander verknüpft sind, liegen sie alle in einer Gruppe vor. Wenn es verschiedene Bereiche, verknüpfte Bereiche gäbe, die nicht in einem System vorliegen, werden automatisch verschiedene Gruppen angelegt. Wenn diese Gruppen über Verknüpfungen verbunden werden, wandern die auch wieder alle in eine Gruppe. Die Gruppe kann man sich hier auch über Cloud-Gruppe nochmal ansehen. Man kann auch hier in dieser Ansicht einfach gut prüfen, ob da noch grobe Fehler irgendwie vorhanden sind oder irgendwelche Standpunkte absolut ganz woanders liegen, wo sie eigentlich sollten. Das erkennt man dann immer daran, dass irgendwelche Strukturen einfach doppelt vorhanden sind. Sieht aber hier eigentlich soweit schon mal sehr gut aus. Da spielt natürlich auch eine Rolle, wie gut die Standpunkte im Feld vorregistriert wurden. Da kann man sich einfach viel Arbeit sparen, wenn da sauber gearbeitet wurde. Hat man im Innendienst deutlich weniger nachzubereiten. Genau. Dann noch zur Sortierung der Daten. Da kann man einfach auch hier in dieser Liste die einzelnen Standpunkte auswählen. Klassisch mit gedrückter STRG-Taste entweder mehrere gleichzeitig oder so wie hier. Oder mit gedrückter Shift-Taste einfach einen Bereich der Liste. Hier in der Übersichtskarte kann man auch einfach Standpunkte so anwählen und auch mit STRG mehrere wählen. Genau. Um die Standpunkte umzubenennen, weil hier noch die Benennung aus der Software Recap ist, die einfach den Scanner-Name, dann irgendeinen Projektstempel und einfach eine Durchnummerierung haben. Kann man die alle auswählen und könnte dann über ausgewählte Standpunkte umbenennen, die ganzen einfach einen kürzeren Namen geben und einfach automatisch hochzählen lassen. Hat allerdings hier den Nachteil, dass dadurch dann die Reihenfolge der Standpunkte durcheinander geraten würde. Um die nachvollziehbar zu machen, müsste man das Ganze manuell nachbearbeiten. In diesem Fall wurden jetzt die Standpunkte manuell umbenannt, um einfach kürzere Namen zu erhalten und die Logik der Reihenfolge der Messungen zu behalten. Manuell lassen sich einfach die Standpunkte mit Rechtsklick und dann Standpunkt umbenennen. Ausgewählte Standpunkte umbenennen, einfach umbenennen und der Name wird darauf weiter in dem Projekt verwendet. Das wurde hier jetzt durchgeführt und man kann eben hier erkennen, dass hier dann zurückgemessen wurde. Ja, und einfach die Logik der Messreihenfolge
somit erhalten bekommen. Das kann man eben einfach entweder über einen Zeitstempel rausfinden oder man tut einfach die Standpunkte, die Nummerierung, die im Feld passiert wurde, einfach dann beibehalten. Nur leider wird hier auf der linken Seite das Ganze nicht mehr nach der Nummer dann sortiert, sondern nach dem 2D-Abstand der einzelnen Standpunkte. Deshalb ist eben dieser Automatismus, wenn man diese Logik beibehalten möchte, nicht zielführend. Um Arbeitsschritte wie beispielsweise eine sinnvolle Umbenennung der Standpunkte zu speichern, aber trotzdem den Stand davor zu sichern, bietet Register 360 die Versionsverwaltung. Wie bereits am Anfang erwähnt, folgen hierzu noch ein paar Informationen. Und zwar kann man auf dem Button hier oben den Versionsmanager öffnen und kann dann einfach auf Version erstellen, den aktuellen Stand in der Software sichern. Nach Klick darauf dauert es kurz und er erstellt eine Version, die jetzt hier unten gleich auftaucht. Daher wird das Erstelldatum mit angegeben und der Name kann hier vorne noch geändert werden, dass man sich einfach dann selber vorgibt, warum er die Version gemacht hat. Dann findet man sie später leichter wieder und dann können wieder in ebenfalls diesen Manager nicht aktuelle Version aktiviert werden und ein älterer Stand des Projekts öffnet sich. Im nächsten Abschnitt werden die Daten vom Außendiensttermin vom 8.4.2020 in ein neues Projekt geladen und verarbeitet. Hier wurden im Außendienst verschiedene Projekte angelegt, welche später in der Software Register 360 nach dem Import in verschiedenen Übersichtskarten eingeladen werden. Die Daten der Messung vom 8.4.2021 werden aus der Leica Field Software direkt in Register 360 übertragen. Hierfür muss das Tablet, wie hier abgebildet, mittels LAN-Adapter mit dem Netzwerk des PCs verbunden werden. Eine Verbindung über WLAN ist auch möglich, hat jedoch eine erheblich geringere Übertragungsrate und dadurch längere Wartezeiten. Hier sieht man eben den Adapter, den muss man einfach mit dem LAN-Port des Computers verbinden. Am Tablet muss einfach die Cyclone Field 360 Software per Touch ausgewählt werden und dann kann einfach mit Klick auf das E-Button und Wahl der Checkbox-Sync-Server die Möglichkeitsübertragung gestartet werden. Daraufhin öffnet sich dann diese Ansicht und zeigt eben die IP-Adresse von Field 360 an und einen Port. Diese Daten müssen später einfach in Register 360 eingegeben werden und dann ist eine Übertragung der Daten möglich. Um am PC einen Import der Daten über Field 360 zu ermöglichen, muss entweder ein bereits vorhandenes Projekt gewählt werden oder ein neues Projekt erstellt werden, in dem die Daten importiert werden sollen. In diesem Fall erstelle ich dann ein neues Projekt. Dann öffnet sich wieder dieses Standard-Import-Fenster. Und in diesem Fall kann über den Button Field 360 eine Verbindung zum Tablet hergestellt werden. Hier muss die IP-Adresse eingegeben werden, welche auf dem Tablet angezeigt werden und hier der Port. Über den Button Verbindung testen kann geschaut werden, ob die Verbindung auch besteht und dann über zu Projekte hinzufügen, die Projekte, die auf dem Tablet vorhanden sind, in das Projekt geladen werden. Und dann über den Importieren-Button endgültig übertragen werden. Nach dem Import in ein neues Projekt erscheinen die einzelnen in der Software Field 360 angelegten Projekte als Übersichtskarten in Register 360. Die einzelnen Übersichtskarten liegen noch in verschiedenen Gruppen vor. Um die Gruppen in einen geometrischen Bezug zueinander zu bringen, müssen diese noch miteinander verknüpft werden. Hierzu ist es sinnvoll, Standpunkte in überlappenden Bereichen zu finden und diese
miteinander zu verknüpfen, um die Punktwolken in eine Gruppe zu überführen. Dies wird nun am Beispiel der Übersichtskarte Haus Kellergeschoss und Haus AEG durchgeführt. Die Punktwolken der verschiedenen Übersichtskarten liegen in verschiedenen Gruppen vor, da diese noch nicht räumlich miteinander in Bezug gebracht wurden. Mit Klick auf die Gruppe und Klick auf den kleinen Pfeil können die einzelnen Setups in der Liste angezeigt werden, und in der Ansicht Cloud Gruppe kann die gesamte Punktwolke auf der Übersichtskarte, die in der Gruppe, in diesem Fall Gruppe 5, vorliegt, angesehen werden. Um eine Verknüpfung mit dem Kellergeschoss herzustellen, ist es erst einmal wichtig, sich zu orientieren, um einen Standpunkt zu finden, wo eine möglichst hohe Überdeckung mit der Punktwolke der Gruppe Haus-Kellergeschoss vorzufinden ist. Hierzu kann noch einmal hier auf die Gruppe 4 in der Übersichtskarte Haus-Kellergeschoss gewechselt werden. Hier kann ebenfalls mit Klick auf die Cloud-Gruppe sich kurz etwas Orientierung verschafft werden. Und zwar sieht man hier, dass hier noch vom Haus-Kellergeschoss Setup 1 im EG gescannt wurde und dann eben hinabgegangen wurde in den Keller und da dann dieser Gewölbekeller aufgenommen wurde. Jetzt muss man in der anderen Punktwolke eben diesen Flur finden. Da kann man wieder wechseln, die Gruppe 5 und die Cloud-Gruppe. Und wenn man eben schon mal in der Örtlichkeit war, findet man sich da eben auch leichter zurecht und findet dann eben hier diesen Flur, der ebenfalls gescannt wurde, und hier dann diesen Kellerabgang. Dann kann man sich jetzt hier Haus EG Setup 3 merken. Und zwar muss man eben diesen Setup in eine andere Übersichtskarte kurz transformieren. Hierfür muss man wieder in die Übersichtskartenübersicht wählen. Dann kann man im Menü Haus EG Setup 3 wählen. Der wird dann auch blau markiert hier drüben. Und diesen per Drag and Drop auf die Übersichtskarte Haus Kellergeschoss bzw. auf die man verknüpfen möchte ziehen. Und dann erscheint auf der Übersichtskarte Haus Kellergeschoss eben die Gruppe 5 mit eben dem einzelnen Standpunkt drinnen und in grau dargestellt Verknüpfungen zu den anderen Standpunkten auf der Übersichtskarte. Und daraufhin kann man dann eben hier den Haus EG Setup 3 mit dem vorhin gemerkten Haus KG Setup 1 verknüpfen. Dazu hält man die Steuerungstaste gedrückt und wählt ebenfalls den Standpunkt, welche dann beide blau markiert werden. Und im unteren Bereich der Software erscheint dann die Option visuelle Registrierung. Hier draufgeklickt kann man dann eben, werden eben wie gehabt die zwei Punktwolken angezeigt, einen in Orange und einen in Blau. Und dann kann man einfach hier die Punktwolke erstmal in der Draufsicht anpassen, dann in die Seitenansicht wechseln, dort noch die Höhenlage etwas anpassen und dann mit Verbinden und Optimieren die Punktwolken Cloud to Cloud miteinander matchen. Das Ergebnis ist zufriedenstellend mit einer Überlappung von über 40% und einem Mittelwert von 2 mm. Mit OK kann man das Ganze bestätigen. Daraufhin wird die Verknüpfung hinzugefügt. Und nun liegen das Haus Kellergeschoss und das Haus ABEG in der gleichen Gruppe vor. Um das Ganze wieder aufzuräumen, muss Haus EG Setup 3 wieder in der Übersichtskartenansicht in die richtige Übersichtskarte zurückgeschoben werden. Und daraufhin sieht man, dass in beiden Übersichtskarten nun die Gruppe 4 vorhanden ist. Wenn man hier die Gruppe anwählt und die Cloud-Gruppe anwählt, sieht man, dass die Punktgruppe nun gewachsen ist und hier im unteren Bereich nun auch der Keller mit dargestellt wird. Nach diesem Schema sollten nun in dem vorhandenen Projekt
alle miteinander geometrisch verknüpfbaren Punktwolken in eine Punktgruppe überführt werden. Hier die Übersichtskarten Haus A, Haus KG, Haus ABEG, Haus BIDG und Haus BSSOG sind miteinander zu verknüpfen und in eine Gruppe zu überführen. Und davon getrennt sind Synagoge EG und Empore Innenraum der zweiten Messung der ausgeräumten Synagoge ebenfalls zu überführen. Am Ende sollten zwei Gruppen in dem Projekt vorliegen. Es wird ebenfalls nochmal die Verknüpfung von der Synagoge EG mit der Synagoge Empore kurz gezeigt. Und zwar kann man hier wieder die Gruppe wählen, daraufhin erscheint die Übersichtskarte. Dann kann man sich in der Cloud-Gruppe einfach hier die etwas orientieren und schon mal die Synagoge anschauen. Und kann daraufhin abschätzen, dass vermutlich hier der Standpunkt 9 geeignet ist für eine Verknüpfung, weil die Synagoge, die Empore hier in dem Bereich gescannt wurde. Um das zu verifizieren, wechselt man eben nochmal kurz in die Gruppe der Synagoge, kann hier auch in die Cloud-Gruppe schauen, sieht dort die bereits verknüpften Standpunkte und kann dann einen der zwei Standpunkte wählen. In diesem Fall jetzt den zweiten Standpunkt. Dann kann man wieder in die Übersichtskarte wechseln, kann hier etwas breiter ziehen, den zweiten Standpunkt auf die Übersichtskarte vom Innenraum kurz ziehen. Daraufhin erscheint auch wieder die Gruppe 6. Dann werden hier auch in den Übersichtskarten beides dargestellt, wieder die Standpunkte, die nicht auf der Übersichtskarte liegen, aber zur Verknüpfung da. Verknüpfungen dienen eben in Grau dargestellt. Und daraufhin kann wieder hier der Standpunkt 2 von der Empore mit dem Standpunkt 9 der Synagoge gewählt werden. Und über die visuelle Registrierung die Punktwolkenbereiche eben übereinander gebracht werden. Diesmal ist noch eine Verdrehung notwendig. Dazu kann man das erstmal grob übereinander legen. Auf dem Schalter hier oben den Drehmodus anschalten. Dann hier grob die Richtung der Wände ausrichten und dann wieder in den Verschieben-Modus wechseln. Dann kann man hier die Punktwolke schon mal grob in der Draufsicht drauf anzielen. Jetzt erkennt man hier, dass die Drehung noch nicht so ganz gut passt. Kann hier auch nochmal die hohen Einstellungen prüfen. Das sollte jetzt aber schon zum Verbinden ausreichen. Das kann wieder über den roten Button Verbinden und Optimieren angestoßen werden. Daraufhin wird Cloud-to-Cloud gerechnet und die Ergebnisse kurz dargestellt. Wieder 2 mm Mittelwert und diesmal eine sehr Überlappung von 76%. Das Ganze kann mit OK bestätigt werden. Daraufhin wird die Verknüpfung angelegt. Und es ist zu erkennen, dass Gruppe 6 und 7 zu Gruppe 6 nur geworden sind und zur Sortierung der Daten müsste die Synagoge Weisenau wieder auf die andere Ansichtskarte gewechselt werden. Daraufhin sieht man dann auch wieder in Grau dargestellt die Anschlusspunkte auf eine andere Ansichtskarte und die anderen Verbindungen eben in Rot dargestellt. Man kann jetzt hier noch den Standpunkt 1 mal kurz wieder auf den Innenraum ziehen und dann einfach nochmal 1 und 9 kurz anwählen. Daraufhin wieder eine visuelle Registrierung anstoßen, was aber jetzt schon gut passt, weil die Gruppen ja zueinander ausgerichtet sind. Kann hier mit Verbinden und Optimieren wieder das Ganze anstoßen, mit OK bestätigen und wieder den Standpunkt zurückziehen. Daraufhin erscheint eben dann hier so ein Dreieck, was eben einfach die Verbindung noch etwas stabilisiert. Man kann sich mit Klick auf die Gruppe jetzt eben nochmal zur Kontrolle die gesamte Gruppe anzeigen lassen und sieht jetzt hier, dass hier die Synagoge dargestellt wird und jetzt in diesem Fall eben auch mit der Empore.
aber trotzdem zur besseren Übersichtlichkeit das Ganze auf den Ansichtskarten noch getrennt ist. Nachdem in dem Projekt mit den Messungen vom 8.4.2020 alle Verknüpfungen zwischen den Gruppen und Übersichtskarten angelegt sind, liegen zwei Gruppen in dem Projekt vor, weil es noch keine Verbindung zwischen der Synagoge hier zu sehen und dem Habeck'schen Haus hier auf den anderen Übersichtskarten mit der Gruppe 1 zu sehen gibt. Auch hilfreich zu wissen ist, wenn man so eine Übersichtskarte anwählt und die Gruppe, kann man hier auf Cloud-Gruppe ja in die Cloud-Übersicht schalten, kann dort alles sehen und wenn ein dort die gesamte Gruppe angezeigt wird, wie in diesem Fall, aber nur die Punktblöcke der Übersichtskarte sehen will, kann man mit Einstellungen und dann in der Gruppenansicht einen Standpunkt aus der Übersichtskarte anzeigen, das Ganze noch etwas ausdünnen und dann wird eben nur werden nur die Standpunkte angezeigt, die eben auch auf der Übersichtskarte geschoben sind. So kann man sich eben dann vielleicht etwas besser orientieren, aber kann auch beliebig sich die ganze Gruppe anzeigen lassen, wenn man einen Gesamteindruck davon erhalten will. Um die Daten der Messungen vom ersten Außendiensttermin im Dezember 2019 mit den Nachmessungen am 8.4.2020 des Habeck'schen Haus und der Synagoge Innenraum ausgeräumt in eine Gruppe transformieren zu können und in ein Projekt, müssen zuerst die beiden Projekte zu einem zusammengeführt werden. Hierfür kann in der Funktion Daten und Speicherung das Projekt gewählt werden, in dem die Projekte zusammengeführt werden sollten. Das ist hier das Synagoge Mainz Weisenau. Da ist die Messung vom Dezember enthalten in einer Gruppe und schon richtig verbunden. Und da soll jetzt zusammengeführt werden mit dem Projekt Synagoge Weisenau vom 8.4. Haus Halbig. Da klickt man hier auf Zusammenführen und kann dann das Projekt wählen und kann das einfach mit OK bestätigen. Hier kann man noch die Version des Projekts wählen, welche zusammengeführt werden soll. Wenn man mehrere Versionen erstellt hat über die Versionsverwaltung, kann das mit OK bestätigen. Daraufhin wird das aktuelle Projekt geschlossen und die Projekte werden zusammengeführt. Nachdem die Projekte zusammengeführt wurden, erscheint die Meldung, dass das Ganze erfolgreich war. Das kann man mit OK bestätigen und kann hier schließen. Und dann kann man das Projekt, in das zuerst gewählt wurde, öffnen. Da erkennt man jetzt auch, dass hier drei Gruppen dann vorhanden sind, also die Gruppe, die davor schon vorhanden war und 108 Standpunkte auf 8 Übersichtskarten. Genau, und bei diesen drei Gruppen sind dann eben noch das Habeck'sche Haus, was schon zu einer Gruppe zusammengeführt wurde und die leergeräumte Synagoge. Das kann man mit Doppelklick einfach öffnen. Daraufhin öffnet sich dann das Überprüfen und Optimieren Fenster mit der Standardübersichtskarte. Und daneben sind dann auch die anderen Übersichtskarten eingeblendet, die davor nur in dem anderen Projekt waren. Man kann eben auch erkennen, dass die anderen Projekte hier die Synagoge der Innenraum in Gruppe 3 vorliegt und das Habeck'sche Haus eben in Gruppe 2 die einzelnen Übersichtskarten. Und um das Ganze jetzt zu kombinieren, tut man am besten in diesem Übersichtskartenmenü einfach mal alle Standpunkte vom Innenraum sich auf die Übersichtskarte 1 ziehen, wo eben diese Gesamtmessung vom ersten Außendiensttermin ist, woraufhin dann diese Gruppe hier auch erscheint. Und diese Gruppe kann man einfach mit Klick auf einen Standpunkt, der dann markiert wird, einfach mit gedrückter Maustaste ziehen. Und mit gedrückter Shift-Taste kann man den ganzen um diesen Standpunkt rum drehen. Und da empfiehlt sich es einfach schon mal, das Ganze grob auszurichten und auf den Bereich zu schieben, mit dem man es verknüpfen will oder der in dem anderen Scan auch vorhanden ist.
Jetzt habe ich es hier einmal falsch rumgedreht. Das hat mich etwas irritiert. So sollte die Richtung schon mal grob vorab passen. Und dadurch, dass der Innenraumbereich gemessen wurde, gibt es diese Strukturen schon. Und dann kann man es einfach schon mal die gesamte Gruppe dann richtig positionieren und kann dann vorgeschlagene Verknüpfungsoptionen mit Rechtsklick drauf, das sind diese gestrichelten, die visuelle Registrierung ebenfalls öffnen. Und weil die Standpunkte fast an der gleichen Stelle sind und das gleiche zeigen, bis auf dass die Synagoge jetzt eben ausgeräumt ist und nicht so viele Sperrpunkte drin sind, soll die Verknüpfung auch gut funktionieren. Weil das Ganze schon grob drauf gedreht ist, muss man auch hier jetzt nicht noch allzu viel nachjustieren. Die Höhe muss man jetzt hier einfach nochmal berichtigen und dann kann man wieder mit Klick auf den Button verbinden und optimieren. Einen Cloud-to-Cloud-Vergleich anstoßen. Dann sieht man jetzt hier absoluter Mittelwert 1,3 mm und eine Überlappung von ja, fast 90%. Das ist einfach ja, sehr viel und kommt einfach dadurch, dass die beiden Scan-Standpunkte fast denselben Bereich scannen. Genau. Jetzt erkennt er automatische Verknüpfungskandidaten. Die kann man jetzt mit Klick auf Ja hinzufügen. Und daraufhin tut er jetzt in dem Fall einfach extrem viele Verknüpfungen, weil es eine hohe Überlappung hat, hinzufügen. Das dauert jetzt kurz. Nachdem die Verknüpfungen hinzugefügt wurden, kommt ein Pop-up, das eben das Ganze bestätigt. Das kann man wieder mit OK bestätigen. Daraufhin wird die Gruppe nochmal optimiert. Und man sieht jetzt hier, dass eben da ganz viele Standpunkte miteinander verknüpft sind. Und dann kann man die Standpunkte, mit denen man davor da reingezogen hat, die man zum Glück über die Benennung, die ja schon im Vorhergegangenen gezeigt wurde, wieder identifizieren und auf die Übersichtskarte Synagoge EG Innenraum zurückziehen. Woraufhin eben man wieder nur den Innenraum auf der Übersichtskarte erkennt, in Grau wieder die Verknüpfungen zu den anderen Standpunkten auf der anderen Übersichtskarte. Und man erkennt jetzt aber auch, dass das Ganze in die Gruppe 1 gewandert ist, weil diese jetzt eben in einem einheitlichen, über Cloud-to-Cloud miteinander verknüpften System vorliegen. So, jetzt liegen noch die Daten vom Habigschen aus, liegen noch in Gruppe 2 vor. Da muss das Ganze jetzt eigentlich analog durchgeführt werden. Und zwar muss man dann einfach mal schauen, wo hat man eine Überschneidung mit der Punktwolke im Außenbereich. Und zwar sieht man dann hier auf der Übersichtskarte Haus AB EG logischerweise, dass dort ja, von diesem Durchgang raus auf die Straße dann reingescannt wurde. Dort können jetzt auch wieder die gesamten Standpunkte gewählt werden und in die Übersichtskarte 1 verschoben werden, woraufhin dort eben dann Gruppe 1 und 2 erscheint. Da kann dann eben wieder die gesamte Gruppe 2 ja, schon mal in diesem Fenster hier grob ausgerichtet werden. Wie gehabt mit gedrückter Maustaste und drehen gedrückter Shift-Taste. Kann das dann um den gewählten Standpunkt drehen. Muss es dann hier irgendwo einpassen. Und kann dann jetzt hier einfach mal dann nicht schon eine bestehende Verknüpfung wählen, sondern einfach den einen Standpunkt wählen und den anderen mit gedrückter STRG-Taste und dann wieder visuelle Registrierung, worauf man eben hier erkennt, dass das schon einigermaßen gut zueinander ausgerichtet war. Kann das jetzt hier noch ein bisschen die Verdrehung anpassen und eben die Höhenausrichtung prüfen. Da muss man kurz auf das Verschieben wechseln und dann mit Verbinden und Optimieren diese zwei Standpunkte, die man selber gewählt hatte, verbinden. Da hatten wir jetzt auch eine extrem hohe Überlappung und ja, einen Mittelwert von 1,5 mm. Kann das mit OK bestätigen. Daraufhin wurde die Verknüpfung angelegt. Hier erkennt er jetzt auch 8 zusätzliche Verknüpfungskandidaten. Das kann man eben auch einfach bestätigen. Dann wird eben diese ganze Gruppe einfach stabiler
Und man muss nicht alles händisch dann noch hinzufügen. Man sollte halt danach dann einfach nochmal prüfen, ob das Sinn gemacht hat und ob es noch Verknüpfungen gibt, die man einfach gerne haben würde, um halt mögliche Schleifen zu schließen. Genau, jetzt erkennt man auch hier, dass das Habeck'sche Haus dann da reingewandert ist. Und um das Ganze wieder aufzuräumen, muss man die Standpunkte wieder wählen. Kann die hier runterziehen und zieht die dann wieder in, auf die Übersichtskarte Haus ABEG. Woraufhin man dann erkennt, dass das auch in eine Gruppe gewandert ist. Und dadurch, dass die anderen miteinander verknüpft sind, sollten die auch in eine Gruppe wandern. Das wird jetzt aber hier noch nicht dargestellt. Da kann man jetzt mal hier sich die Cloud-Gruppe anzeigen lassen mit Wahl auf Gruppe. Das geht jetzt leider auch nicht. Das dauert manchmal einfach, bis das sich kurz aktualisiert. Deshalb nehme ich jetzt mal hier die Gruppe 1, Übersichtskarte und dann die Cloud-Gruppe. Und daraufhin sollte man jetzt eigentlich sehen, dass da auch die anderen Standpunkte drin sind. Dazu muss man aber hier noch unter Einstellungen den Haken hier kurz rausnehmen, damit die verschiedenen Übersichtskarten auch dargestellt werden. Genau, und dann sieht man jetzt hier eben sehr gut, dass das Habeck'sche Haus da jetzt dann schon richtig reingewandert ist und nun ja alle Standpunkte in einem System vorliegen und ja diese zwei Außendienstmesstermine eben über eine Cloud-to-Cloud-Matching in ein geometrisches System gewandert sind. Diese Punktwolke aus den zwei Messungen zu exportieren, muss man auf dem Reiter abschließen, weitergehen, woraufhin sich wieder dieses Fenster ändert. Darauf muss man erstmal Ansichten für den Bericht, der auch erzeugt wird, erstellen, auch von den einzelnen Übersichtskarten. Da kann man einfach mit Zoom, Maus rein und raus, den Ansicht etwas wählen, dass man halt möglichst viel erkennt. Kann hier auf dem kleinen akzeptieren, dann dieses Bild erfassen. Das ist dann einfach mit auf dem Deckblatt von dem jeweiligen Bericht einfach oben drauf dargestellt. Nachdem von der Übersichtskarte das Bild gerechnet wurde, geht es einfach automatisch weiter bei der nächsten Übersichtskarte. Die Übersichtskarte ist hier mit einem grünen Haken versehen. Man könnte aber auch, wenn man nicht alle exportieren wollen würde, die hier enthaken, dann müsste man noch nicht diese Bilder erstellen. Kann da jetzt auch ein bisschen reinzoomen, dass man mehr erkennt, das akzeptieren. Das sind jetzt auch kleinere Übersichtskarten, dann geht es direkt hier akzeptieren. Das jetzt einfach durchklicken, bis alle Übersichtskarten im Projekt dann Ansichtsbilder haben, und wenn man das letzte durchgeklickt hat, wird der große Akzeptieren-Button auch farbig. Dann kann man mit Akzeptieren diesen Bericht erstellen, der eben dieses Cloud-to-Cloud-Matching einfach protokolliert und was man bisher im Projekt gemacht hat. Nachdem der Bericht gerendert wurde, wird er eben dann dargestellt in der Software. In diesem Bericht erkennt man eben diese Screenshots der Übersichtskarten, die gerade gemacht wurden, mit den Verknüpfungen dargestellt, damit man sich eben, ohne in die Software geschaut zu haben, so einen kleinen Überblick verschaffen kann. Und dann wird eben die Qualität der Gruppe kurz dargestellt, wie viele Standpunkte, wie viele Verknüpfungen, ein paar Parameter und dann eben hier nochmal die einzelnen Verknüpfungen zwischen den Standpunkten und farbig eingefärbt die Abweichungen und dann eben einfach diese ganz vielen verschiedenen Berechnungen, die eben die Software durchgeführt hat. Genau, das könnte man an den Kunden weitergeben, um das Ganze einfach dann nachvollziehbar zu machen. Aber wenn da alles grün ist, ist es eigentlich soweit ganz schick. Dann kann man hier unter den Publikationsoptionen noch festlegen, welche Formate exportiert werden. Das Leica eigene LGS-Datei
was relativ wenig Speicherplatz braucht, aber nur in Leica-Software weiterverwendet werden kann. Und eben ja noch Standard-Punktwolkenformaten, wie eben hier unten aufgeführt. Da ist eigentlich so der gängigste Standard das E57-Format. Das kann man hier als eine Datei oder als separate Dateien für die einzelnen Standpunkte exportieren. Die eine Datei wird dann sehr groß, hat aber auch die Informationen der einzelnen Standpunkte noch drin. Dann ist es leichter, sich da manchmal ein bisschen den Überblick zu behalten. Man kann jetzt hier E57 als eine Datei anwählen. Daraufhin muss man ein Verzeichnis anwählen, welches genug Speicherplatz natürlich noch frei hat auf einem Laufwerk, am besten wieder auf einer SSD. Kann dann mit Speichern das Verzeichnis festlegen. Und dann könnte man hier noch auf Standpunkt Punktwolken dezimieren, die Punktwolke gleich etwas runterrechnen, also auf Wolke reduzieren, kann man dann den im durchschnittlichen Punktabstand zwischen zwei Punkten angeben. Also beispielsweise könnte man jetzt hier 5 mm angeben. Wird jetzt aber hier nicht gemacht. Man könnte einzelne Standpunkte hier noch auswählen, die nur exportiert werden sollen, wenn man nicht alles braucht. Oder publizieren, wird dann der Export angeregt. Dann meckert er hier wegen dem Speicherplatz. Er will hier noch einen Terabyte für lokale Daten frei haben. Also es empfiehlt sich schon mal 100 Gigabyte oder 200 Gigabyte frei zu haben. Aber so viel, wie er da immer berechnet, braucht er keinesfalls. Da kann man trotzdem eigentlich mit Ja bestätigen. Daraufhin wird dann der Bericht erstellt und als PDF exportiert. Und der Export der gewählten Formate beginnt auch. Das Ganze nimmt aber relativ viel Zeit in Anspruch und empfiehlt sich, ja, über Nacht durchzuführen oder wenn man eben den Computer nicht für andere Zwecke benötigt, da das Ganze auch viele Ressourcen in Anspruch nimmt. Nachträglich noch eine Georeferenzierung der gesamten Punktwolken durchführen zu können, wurde am 7.06.2020, wie bereits im Video des Außendienstes beschrieben, nochmals ein paar Scan-Standpunkte mit neuen Zielmarken, welche im Gauss-Krüger-System tachymetrisch bestimmt wurden, gemessen. Um dieses Projekt mit den bisherigen Projekten zu vereinen, muss die Daten, wie bisher bereits durchgeführt, in die Software Register 360 in ein extra Projekt geladen werden. Dieses Projekt muss wie vorangegangen mit den anderen Projekten der bisherigen Messung vereinigt werden und die Daten in ein gemeinsames geometrischen Bezug gebracht werden, das heißt in eine Gruppe transformiert werden. Danach kann über die Standpunkte, die hinzugekommen sind, in denen die eingemessenen Zielmarken zu sehen sind, die ganze Gruppe georeferenziert werden. Dies wird im Folgenden kurz vorgestellt. System in ein übergeordnetes System zu transformieren, also georeferenzieren, müssen Zielmarken tachymetrisch in diesem System eingemessen werden. Falls diese in den Scans vorkommen und eingemessen wurden, kann die ganze Punktwolke somit georeferenziert werden. Dies kann ebenfalls mit der Software Register 360 durchgeführt werden und wird im Folgenden kurz gezeigt. Man muss zuerst zurück auf den Importieren-Reiter wechseln und kann sich dort mit Drag and Drop seine Koordinatendatei aus dem Tachymeter einladen. Die Koordinatendatei muss im folgenden Format sein, einfach ASCII-Format und dann Punktnummer, Rechtswert, Hochwert und dann die Höhe. Und es wäre ebenfalls noch ein Kommentar möglich. Getrennt muss das Ganze mit Komma werden und Dezimalkennzeichen muss Punkt sein. Dann kann die Datei hier draufgezogen werden, erscheint dann hier in diesem Kontrolldateimenü und über den Importieren-Button kann die Datei dann auch zum Projekt hinzugefügt werden. Nach dem Import erscheint dann die Kontrolldatei im Überprüfen und Optimieren-Reiter unter diesem Unterreiter. Hier sieht man eben einfach nochmal dann die Punkte mit Namen, Rechtswert, Hochwert und
der Höhe. Und hier rechts einfach auch noch meine Liste dargestellt. Dann muss man im weiteren Verlauf in den Scans noch definieren, welche Punktnummer welche Zielmarke ist. Hierfür kann man wieder zurück in die normale Liste und Ansicht wechseln und kann dann einen Scan auswählen, indem er weiß, dass bestimmte Zielmarken zu erkennen sind. Kann hier in der Gruppenansicht mit Doppelklick auf den Scan einfach in die zentrierte Ansicht wechseln und kann dann hier die automatisch erkannten Zielmarken erkennen. Kann diese hier einfach anklicken. Die bekommen dann in Register 360 eine intern vergebene Punktnummer und muss dann über dieses Smart Label die dazugehörige Punktnummer aus der Koordinatendatei eingeben. Da ist es hilfreich, wenn man sich vor Ort dann ein Feldbuch gemacht hat, an dem man sich dann orientieren kann. Ebenfalls kann man hier so sich noch die Vorschaubilder anzeigen lassen, kann hier mit Doppelklick oder mit Rechtsklick auf Zielmarke in Gruppe zoomen, sich auch diese Zielmarke direkt anzeigen lassen und in der Tabelle sieht man das dann auch. Hier sieht man auch, dass die direkt dann mit dem Smart Label benannt werden. Das muss jetzt bei möglichst vielen Zielmarken eben durchgeführt werden, von möglichst vielen Standpunkten. Und dann kann man auf der Gruppe der Funktion Kontrolle anwenden, die Georeferenzierung anstoßen. Hier kann man jetzt einfach Ja klicken und dann wird die Kontrolle angewandt. Jetzt sieht man jetzt, dass die Zielmarke sich, die Punktwolke sich anders ausrichtet. Die ist jetzt nach Norden orientiert, also Norden ist oben auf der Karte und die ganze Punktwolke, also die ganze Gruppe, ist jetzt dann georeferenziert. Ebenfalls kann man sich hier noch die Kontrolle anzeigen lassen und sieht dann eben auch einfach hier noch die Restklaffen und sieht jetzt auch in dem Fall, dass es für unsere Zwecke vollkommen ausreichend ist. Man sieht eben hier die Fehler und könnte hier auch einfach, wenn ein grober Fehler dabei wäre, durch eine Punktverwechslung oder einen falsch gemessenen Punkt, diesen auch einfach anschalten und hier auf den Button Kontrolle erneut anwenden. Einfach nochmal durchrechnen lassen. Ein Export der Punktwolke wird noch kurz eine Möglichkeit aufgezeigt, um Störpunkte jetzt schon aus der Punktwolke zu entfernen oder überschüssige Bereiche, damit eben die exportierte Datenmenge dann möglichst klein gehalten wird. Und zwar kann man erstmals einfach zum Beispiel in einzelnen Standpunkten, kann hier einen wählen und kann dann über Cloud Setup in so einen Standpunkt reinschauen. Dann wird dann hier die Kamera automatisch auf den Standpunkt zentriert und man kann hier dann einfach über Orbit dann hier rauswandern und dann sieht man jetzt zum Beispiel hier, dass hier Fehlpunkte wären, die jetzt aber auch nicht weiter stören, aber falls sie stören sollten, kann man hier oben über dieses Auswahlfenster, beispielsweise rechteckig, einfach einen Bereich auswählen. Der wird daraufhin markiert und könnte dann hier Innenbereich löschen, also alles im Auswahlfenster, alles außerhalb löschen, hier das Ganze auch wiederherstellen, falls einem Fehler unterlaufen ist und hier muss man dazu noch auswählen, ob nur visuelle Punkte gelöscht werden sollen oder bearbeitet werden sollten. Das heißt Punkte, die dann halt nicht mit exportiert werden. Falls nur der Haken angewählt ist, werden aber trotzdem die Punkte für die Cloud-to-Cloud-Berechnung verwendet. Wenn man den noch anhakt, würden diese Punkte auch nicht mehr in der Cloud-to-Cloud-Berechnung verwendet werden. Oder halt auch hier werden dann nur die Punkte aus der Cloud-to-Cloud-Berechnung gelöscht und trotzdem noch weiter dargestellt. Ich nehme jetzt hier einfach mal beides und nehme dann hier Innenbereich löschen. Dann sieht man jetzt halt, dass er auch hier einfach einen kompletten
Erkennt halt keine Tiefe an dem Auswahlfenster, da muss man mit der Ansicht einfach ein bisschen spielen. Den kompletten Straßenbereich und alles, was da hinten war, gelöscht hat. Genau, das Ganze könnte man jetzt aber auch einfach hier den Standpunkt wählen und könnte dann gelöschte Punkte wiederherstellen. Beides hat man auch wieder die Wahl. Die Punkte wiederherstellen. Und wenn ich jetzt hier wieder in den Orbit wechsle, sieht man eben, dass die Punkte wieder da sind. Jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen ausprobieren, das Ganze ein bisschen sauberer hinzubekommen. Ich schaue jetzt einfach mal, kann dann hier zum Beispiel auch polygonal, kann dann mit Linksklick einfach hier mir so ein Fenster aufspannen, dann am Ende draufgehen, kann jetzt hier wieder Innenbereich löschen. Genau, und dann sieht man jetzt, dass hier natürlich jetzt nicht so viel weggefallen ist, aber natürlich auch nicht alle Störpunkte erwischt habe. Man kann sich auch zum Beispiel, wenn man den ganzen Bereich rausnehmen will, jetzt hier in dem Fall nur aus dem Standpunkt, zum Beispiel die Schienen da drüben interessieren mich nicht, könnte ich auch wie gehabt dann einfach hier oben auf die Top-Ansicht oder halt in eine beliebige andere Ansicht wechseln. Könnte dann jetzt einfach. Zum Beispiel, was immer problematisch ist für so Cloud-to-Cloud oder auch selten eigentlich gebraucht wird, so Bäume oder Baumkronen, kann das hier einmal umfahren und kann dann hier im Bereich löschen. Und dann wird hier alles Unnötige da drüben gelöscht und man zerrt die ganzen Daten nicht immer weiter. Das Ganze funktioniert auch nicht nur in der einzelnen Ansicht, sondern ich kann hier die Gruppe wählen, kann in die Cloud-Gruppe gehen. Daraufhin sehe ich dann quasi wieder die Gesamtpunktwolke und kann jetzt hier zum Beispiel auch ganz gut, gerade von oben ist es immer ganz gut, ja, nur meinen Bearbeitungsbereich exportieren. Kann dann hier auch Innenbereich, Außenbereich löschen. Hier hätte man zum Beispiel jetzt auch die Cloud-to-Cloud-Punkte drin lassen können, weil er ja das für die Verknüpfung auch noch braucht. Und dann wird einfach dieser gesamte Bereich, der dann später exportiert wird, einfach kleiner und nur die Daten exportiert, die auch wirklich benötigt werden. Das braucht jetzt hier auch einfach ein bisschen mehr Zeit, weil einfach die Datenmengen größer sind und auch in vielen verschiedenen Standpunkten liegen. Genau, wenn das jetzt berechnet hat, sieht man eben, dass einfach nur noch die gewählten Bereiche drin sind. So könnte man jetzt auch, wenn die Bäume hier nicht gebraucht werden, hier in eine Seitenansicht wechseln und könnte beispielsweise auch dann hier den ganzen hinteren Bereich, diese Bäume über dem Dach drüber, ja, einfach das Ganze schon mal ausdünnen. Man muss natürlich halt aufpassen, was gebraucht wird später und was nicht. Ist aber auch kein Problem, weil die Daten eigentlich trotzdem noch da sind. Jetzt kann ich hier mal das abbrechen. Da kann man dann hier Rechtsklick, hier STRGA auf alle Standpunkte und kann dann hier einfach gelöschte Punkte wiederherstellen, wieder visuell oder Cloud-to-Cloud oder beides wählen und dann würden alle Punkte einfach wiederhergestellt werden oder halt, wie bereits schon gezeigt, halt nur bei einzelnen Standpunkten oder halt nur mehrere gewählt haben. Die Kontrolle nochmals zu prüfen oder sich einfach nochmal eine Übersicht darüber zu verschaffen, kann man auch hier oben noch zusätzlich die Punkte anzeigen lassen und die Verbindungen von den Scanner-Standpunkten zu den Zielmarken. Da wäre es sinnvoll, eigentlich die Zielmarken um das zu vermessende Gebiet herum zu bestimmen. Das war jetzt nur in dem Fall einfach schwierig möglich, weil die Anschlusspunkte eigentlich alle nur hier vorne auf der Straße lagen. Ebenfalls kann man sich noch die Verbindungen wieder einblenden lassen. Die werden nach der Kontrolle automatisch gesperrt, was man hier in dieser blauen Strichlinie noch erkennt. Wenn dann das Projekt soweit erstmal
fertig ist und die ganze Gruppe geprüft wurde und man hier auch eine zufriedenstellende Ergebnisse hat. Also jetzt hier 5 mm Cloud-to-Cloud-Fehler, der Zielmarkenfehler ist sogar noch ein bisschen besser und die Stabilität und die Überlappung ist sehr gut. Dann kann man auf dem nächsten Reiter weitermachen und das Projekt abschließen. Da klickt man einfach da drauf. Dann werden hier die verschiedenen Übersichtskarten angezeigt. Das sind hier relativ viele. Dann muss man für das Protokoll, was erstellt wird, Bilder erstellen. Da kann man einfach hier reinzoomen und dann mit Akzeptieren bestätigen. Das muss man einfach jetzt für jede Übersichtskarte machen. Ist an sich auch nicht so wichtig. Da kann man auch hier oben, wie gehabt, die Ansicht noch ein bisschen verändern, je nachdem, wie einem das beliebt auf den Bildern im Protokoll. Muss dann alle durchklicken. Man erkennt auch hier, dass die, die ein Bild haben, dann grün abgehakt werden. Kann da einfach alle mal durchklicken, die Übersichtskarten. Am besten, dass man halt mal erkennt, was auf welcher, mit welcher Karte gemessen wurde. Also jetzt in dem Fall zum Beispiel die Mikwe. Hier der Dachstuhl. Hier nochmal der Außenbereich. Genau, und wenn man dann alle durchgeklickt hat, wird der große Akzeptieren-Button nicht mehr ausgegraut und man kann dann das Abschließen anstoßen. Da wird dann der Bericht erstellt, da sind eben diese ganzen Verknüpfungen nochmal aufgeführt mit den Genauigkeiten und diese Screenshots damit beigefügt, den könnte man dann einfach an den Kunden weitergeben, um eben einfach das zu dokumentieren. Genau, das sieht man eben nochmal hier. Dieser Registrierungsbericht mit den Screenshots. Der ist dann auch meistens relativ lang. Und hier sind dann eben diese Verknüpfungen aus allen Standpunkten aufgeführt und alle Fehler. Kann man einfach nur, was da jetzt passiert ist, einfach nochmal nachvollziehen. Hier kann man auch anhaken, was da dabei sein soll und halt seinen Namen und ein paar Informationen oder ein Logo noch hinzufügen. Dann ist der nächste Schritt, das ganze Projekt zu publizieren, um dann in einer anderen Software mit weiterzuarbeiten. Da kann man dann hier einfach auf Publizieren klicken. Oder davor wählt man noch die Publikationsoption. Und da sieht man einfach eine Vielzahl an Dateien, die man exportieren kann. LGS-Datei ist das Leica-eigene Format. Wenn man das anwählt, fragt er noch direkt, was ablegen soll. So ist es bei den anderen eben auch. Das LGS-Datei braucht tatsächlich am wenigsten Speicherplatz, können aber nur Leica. Softwarelösungen wie beispielsweise Cyclone 3DR weiterverarbeiten. Die anderen Sachen sind auch Leica-eigene Sachen, wo man meistens die Daten nur anschauen kann und nicht wirklich mit weiterarbeiten kann. Und in dem Bereich sind dann erst die Punktwolkenformate. Standardmäßig ist da eigentlich E57 mit das geläufigste. Man kann das als eine gesamte große Datei erzeugen oder die einzelnen Standpunkte als separate Dateien. Oder eben hier auch noch das RCP-Format. Damit könnte man die Daten dann direkt in Revit oder halt in Autodesk-Programme reinladen. Werden die Daten jetzt einfach als Gesamt-E57 exportiert. Da muss man auch die Checkbox einfach anhaken, wählt einen Speicherplatz auf einem Laufwerk, was noch möglichst viel Speicher hat. Da wähle ich jetzt einfach mal das hier. Kann noch den Namen benennen. Und dann hat man hier noch Optionen, dass man die Standpunkte, die exportiert werden sollen, an- und abwählen kann. Oder hier könnte man auch schon im Schritt davor die einzelnen Übersichtskarten noch an- und abwählen. Oder mit einer zuvor angelegten Limitbox könnte man es auch veröffentlichen und würde so die Datenmengen vielleicht etwas kleiner halten, wenn man eben große Bereiche hat, die nicht notwendig sind. Denn über Publizieren kann das Ganze angestoßen werden. Dann wurde das Projekt jetzt schon exportiert, deshalb kann man da jetzt einfach neu erstellen, muss hier einen Namen vergeben. Okay. Dann
meckert er hier, weil er immer einen Speicherplatz mittlerweile vorab berechnet, der hier ja 1,2 Terabyte sind. Ja, das ist aber noch ein bisschen verbuggt. Das gibt's auch jetzt erst seit der Version. Da kann man jetzt einfach mal ja drücken, weil das gesamte Projekt hat jetzt 100 GB. Da wird der Export eher kleiner ausfallen. Kann man mit ja einfach bestätigen. Und dann startet der Export der Punktwolke. Wird dann der Bericht, der hier schon angezeigt wird, abgelegt und gespeichert und dann wird eben begonnen, die einzelnen Standpunkte zu exportieren und die Datei zu schreiben. Das dauert aber immer recht lange und nimmt recht viel Zeit in Anspruch. Da empfiehlt sich sowas einfach über Nacht laufen zu lassen, je nach Größe des Projekts und nach Leistung des Computers. Schluss des Projekts und der Berechnungen ist dann die zuvor definierte Datei unter dem gewählten Pfad zu finden und kann in verschiedenen Softwarelösungen weiterverarbeitet werden.